Sehr verehrte Damen und Herren, 10 Jahre etwa haben wir Ihnen viele Vorträge gehalten über die verschiedensten medizinischen Themen. Und ich freue mich heute ganz besonders, dass wir mal ein ökonomisches Thema gewählt haben und dass Sie sich haben locken lassen, bei dem schönen Wetter hierher zu kommen. Die Ökonomie hat Einzug gehalten in alle Krankenhäuser. Das werden Sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon gespürt haben. Und wie kompliziert es für uns geworden ist, im Krankenhaus Geld zu verdienen, das will ich Ihnen in den kommenden 30, 45 Minuten versuchen, möglichst einfach darzulegen. Vielleicht haben Sie es auch schon mal in der Zeitung gelesen, Kliniken in den Wiesen, Insolvenzgefahr wächst. Man muss nicht lange suchen heutzutage in der Zeitung, Ärztezeitung, das habe ich Ihnen abfotografiert, oder im Deutschen Ärzteblatt, welche Häuser müssen schließen oder dem Kommunalen geht es schlecht und so weiter und so fort. Also nicht nur in medizinischen Zeitschriften und Journalen für Ärzte und Pflegedienste, sondern auch in der allgemeinen Tagespresse findet man so etwas. Kürzlich war etwas zu lesen vom Krankenhausrating, aktuelles Krankenhausrating. Ich möchte Ihnen mit diesem Bild etwas zeigen. Krankenhäuser werden ebenso geratet wie Länder von Ratingagenturen. Krankenhäuser, die ihre Rechnungen das nächste Jahr bezahlen können, mit unter 1% Risiko, liegen im grünen Bereich. Wer ein 2,6%iges Risiko hat, nur seine Rechnung im nächsten Jahr nicht mehr zu bezahlen, ist insolvenzgefährdet. Ein solches Krankenhaus bekommt bei keiner Bank mehr Geld für irgendeine Finanzierung. Und der gelbe Bereich liegt dazwischen. Erfreulich, das will ich Ihnen zum Anfang gleich sagen, ist, dass alle Krankenhäuser in Ostdeutschland, also in den neuen Bundesländern, durchweg eine Ausfallwahrscheinlichkeit haben von nur 0,5%. Das heißt, die Krankenhäuser, die allermeisten Krankenhäuser in den neuen Bundesländern sind also nicht gefährdet. 200 Krankenhäuser, die ein hohes Risiko haben, liegen alle in den alten Bundesländern. Warum ist das so? Weil nach der Wende in den neuen Bundesländern natürlich sofort erhebliche strukturelle Umsortierungen vorgenommen werden mussten, nicht nur im Krankenhausbereich, sondern in allen Bereichen der Wirtschaft, Sie wissen das. Und die Krankenhäuser haben sozusagen gleich nach der Wende angefangen mit radikalen strukturellen Veränderungen und deswegen stehen sie heute eigentlich gut da. Und ich darf das vorwegnehmen, damit Sie sich nicht zu sehr sorgen müssen, während all dessen, was ich Ihnen in den nächsten Minuten erzähle, ich darf Ihnen vorwegnehmen, dass natürlich das städtische Klinikum Görlitz auch sicher und solide dasteht. Hier nochmal nach Trägerschaften. Sie wissen, es gibt private Kliniken, die zu Krankenhauskonzernen gehören. Es gibt Krankenhäuser in frei gemeinnütziger Trägerschaft, wie hier in Görlitz das Carolus-Krankenhaus. Und dann gibt es die kommunalen Häuser, wie es unser Haus eines ist. Und nach Trägerschaften sehen Sie hier, die öffentlichen kommunalen Häuser haben bundesweit den größten Anteil gefährdeter Häuser, fast 30%, die frei gemeinnützigen 14 und die privaten, die stehen am besten da, aber das ist kein Geheimnis, das darf man an der Stelle sagen, weil die eine knallharte ökonomische Führung haben, die, wenn jeder Euro im Sachkostenbereich dreimal umgedreht ist, nicht am Personal schonend vorbeigehen. Also es geht zu Lasten des Personals und die Personalfluktuation in privat geführten Häusern ist immens. So, ich möchte Ihnen, bevor ich zu dem eigentlichen Punkt komme, wie wir unser Geld verdienen hier im Klinikum, etwas zum deutschen Gesundheitswesen sagen. Das ist sehr interessant. Und beginnen wir mit den Anfängen. Deutschland ist das Mutterland der Sozialgesetzgebung. In Deutschland wurde die Krankenversicherung erstmalig in der Welt ins Leben gerufen. Hier sehen Sie aus dem Deutschland Bismarcks damals diese kaiserliche Botschaft von Wilhelm I. Also 17. November 1881 war der Geburtstag
Geburtsstunde der gesetzlichen Krankenversicherung. Das ist ein sehr interessantes Bild aus meinen Wirtschaftsstudienunterlagen, habe ich Ihnen das mal versucht hier zu präsentieren. Konzentrieren Sie sich bitte nur auf diese Spalte von 1950 bis 2005, die Leistungsausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung, wie sie sich entwickelt haben. Ja, das sind Milliarden Euro, umgerechnet natürlich damals 1950. 1950 also 1 Milliarde Euro, und dann sehen Sie, wie das hier ansteigt über die Jahre. Das heißt, das Gesundheitswesen wird ständig teurer. Dieser Trend ist auch bis heute nicht abgerissen oder hat sich nicht umgekehrt. Es deutet sich auch keine Umkehr an. Also 2005 dann bereits 111 oder 112 Milliarden. Was schätzen Sie, wie viel heute die gesetzliche Krankenversicherung an Einnahmen hat und auch an Ausgaben? Die Einnahmen sind fast gleich die Ausgaben. Verraten Sie, 180 Milliarden. 180 Milliarden, nicht Millionen, 180 Milliarden Euro gibt die gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland jedes Jahr aus. Wenn man die private Krankenversicherung dazu zählt mit etwa 40 Milliarden Euro und das, was die Menschen alleine, was sie ausgeben für Diät, für Vitamine in der Apotheke, für Wellness, für Fitnessstudios etc. etc., dann kann man schätzungsweise nochmal 80 Milliarden dazu rechnen, und dann sind wir bei einem Gesundheitsvolumen, einem Finanzvolumen in der Gesundheitswirtschaft in Deutschland von 300 Milliarden Euro. Eine Zahl, mit der Sie vermutlich nicht viel anfangen können. Deswegen will ich Ihnen eine Vergleichszahl nennen. Die Finanzen der Bundesrepublik Deutschland, also das, was unser Finanzminister Schäuble jedes Jahr einnimmt an Steuern, und was er natürlich auch ausgibt, das ist das Gleiche, belaufen sich, wenn Sie heute Abend ins Internet gucken, auf 299 Milliarden Euro, also fast exakt 300 Milliarden Euro. Das heißt, die Bundesrepublik Deutschland als Staat gibt für alle öffentlichen Ausgaben genauso viel aus, wie im Gesundheitswesen in der Bundesrepublik umgesetzt werden. Beide Töpfe haben nichts miteinander zu tun. Bei der Bundesregierung werden von den 300 Milliarden Euro 3 Milliarden, also 1% fürs Gesundheitswesen bereitgestellt. Das betrifft hoheitliche Aufgaben wie die Gesundheitsämter und einige andere Dinge mehr. Mit den Krankenversicherungen hat der Bundeshaushalt nichts zu tun. Diese 300 Milliarden, die Sie hier sehen, das sind die Beiträge der Versicherten und der Arbeitgeber, die Beiträge der Privatversicherten und das, was die Menschen selber ausgeben. Das ist enorm. Und dieser große Topf mit dieser Riesensumme Geld, können Sie sich vorstellen, weckt Begehrlichkeiten. An diesem Geld sind viele interessiert. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit wollte ich Ihnen hier einfach mal zeigen mit dieser Symbolik, wer alles nach diesen 300 Milliarden schielt. Das sind natürlich auch Krankenhäuser, selbstverständlich. Wir machen ja gute Arbeit. Wir wollen auch Geld aus dem Topf haben. Das sind Pflegeheime, das sind Hausärzte, das sind ambulante Fachärzte. Bis hin zu Sanitätshäusern, auch die Krankenkassen, die mit dem Verwaltungsaufwand natürlich etwas davon abbekommen. Und auch Taxi- und Fuhrunternehmen. Meinen Sie, wie viele Scheine wir täglich unterschreiben sollen, wenn Patienten zur Behandlung kommen? Wie kann ich zu ihnen kommen? Und es gilt der Paragraph 1, was ich aus dem Topf rausnehme, kann kein anderer mehr kriegen. Und zwar ganz radikal. Glauben Sie nicht, dass alle die Teilnehmer am Gesundheitswesen gemeinsam mit der Politik, mit der aktuell gewählten Regierung an einem Tisch sitzen und vernünftig an einem idealen Gesundheitssystem basteln? Nein, nein. Alle Teilnehmer sind Nutznießer mit zum Teil völlig gegensätzlichen Interessen. Und es werden zunehmend die Massenmedien als Hebel benutzt, um die eigenen Partikularinteressen durchzusetzen. Somit sind die Entwicklungen im Gesundheitswesen in Deutschland mehr das Resultat eines freien Kräftespiels dieser starken Interessengruppen, die alle ihre Lobbyisten haben, und eben nicht das Ergebnis einer vernünftig geplanten Gesundheitspolitik.
Das heißt, die Politik läuft hier einer Entwicklung hinterher mit einer hohen Eigendynamik, die von Partikularinteressen geprägt ist. Was macht die Politik, wenn sie merkt, es läuft aus dem Ruder? Der eine greift zu tief in den Topf rein und ein anderer kriegt zu wenig. Dann liest man solche Botschaften in der Zeitung, im Krankenhaus sterben jährlich in Deutschland mehr Menschen als im Straßenverkehr durch Fehlbehandlung. Oder in der Pflege, in den Pflegeheimen, muss eine Schwester so und so viele Patienten betreuen. Das sind alles, Sie müssen das, wenn Sie sowas lesen, bedenken, das ist wahr. Aber es ist vor allen Dingen auch eine Absicht dahinter, nämlich die Absicht, entweder selber mehr aus diesem Topf herauszunehmen, oder jemand anders zu verunglimpfen, dass er weniger bekommt. Das spielt immer eine Rolle. So, Reformen ist das Mittel der Politik, um das Gesundheitswesen etwas zu steuern, Einfluss zu nehmen. Und wenn Sie sich die Geschichte der Reform ansehen, dann sehen Sie das. Von 1977, vorher habe ich mir die Mühe nicht mehr gemacht, zu graben, bis 2013, Sie sehen, mindestens alle 2 Jahre, eher jedes Jahr, in manchen Jahren sogar 2 Reformchen. Warum Reformchen und warum nicht der große Wurf? Warum nicht der große Wurf, ein ideales Gesundheitssystem für die Menschen zu gestalten? Einen Grund habe ich Ihnen genannt, ein weiterer ist dieser. Lassen Sie mich an dem Beispiel einer Gesundheitsreform von 2007 nämlich einen Aushandlungsprozess. Wie kommt so eine Reform auf den Weg? Wie wird sie ausgehandelt? Und was ist dann das Ergebnis? Lassen Sie mich das darstellen. Also 2005 gab es eine Bundestagswahl, die endete mit der Großen Koalition, SPD, CDU, CSU und Schröder war Bundeskanzler. CDU, CSU auf der einen Seite und die SPD haben ja völlig unterschiedliche Vorstellungen von einem idealen Gesundheitssystem. Ich glaube, die einen Bürgerversicherung, die anderen Kopfpauschale. Beides lässt sich nicht auf einen Nenner bringen. Das sind einfach unterschiedliche Dinge. Aber sie suchen natürlich, die Koalitionäre suchen natürlich nach einem gemeinsamen Nenner, aber erst nach der Wahl, wenn sie wissen, mit wem kann ich dann eine Regierung bilden. Vorher lässt sich eine Reform überhaupt noch nicht in Ansätzen erkennen. Das entsteht gerade erst. Das nennt man stille Startprogrammierung. So, und das dauert, wenn dann der Koalitionsvertrag geschrieben ist, immerhin von 11/2005 bis 4/2006, also fast ein halbes Jahr, bis man sich im Groben einig war, wie man das Gesundheitswesen in Deutschland wieder einmal verändert, korrigiert. So, dann geht es in die politischen Fachebenen und wie es in einem föderalen demokratischen Staat, wie es die Bundesrepublik Deutschland einer ist, sich gehört, geht es in den Koalitionsausschuss, also das ist der Bund, und auf der anderen Seite auch die Länderebene darf sich beteiligen, natürlich paritätisch, nicht? SPD-Vertreter und CDU-CSU-Vertreter. Die Namen habe ich Ihnen aufgeschrieben, einige sind noch aktiv in der Politik, das werden Sie erkennen. Das endet dann fast 9 Monate später mit einem Eckpunktepapier. Was passiert damit? Das geht wieder ins Gesundheitsministerium zu den Experten, die bei der Wahl nicht verloren gehen. Die Experten bleiben immer dort. Die Politiker, die Galionsfiguren ändern sich und die Experten bleiben. Also dann kommt der Referentenentwurf und der Referentenentwurf wird dann dem Bundeskanzler und seiner Ministerrunde, also dem Bundeskabinett, vorgelegt und die machen einen Kabinettsbeschluss und sagen, okay, das legen wir dem Bundesrat und dem Bundestag vor. Das geht dann nochmal in die politische Ebene und da sehen Sie einen 7er Ausschuss und der tagte dann nochmal von März 2006 bis Januar 2007. Nicht? Der Beck, ehemaliger rheinland-pfälzischer Ministerpräsident, Herr Struck von der SPD ist verstorben, Müntefering kennt jeder, CDU, CSU, Merkel, Stoiber, Kauder, Ramsauer, letzten beiden noch aktiv. So, dann machen die das fertig, einigen sich nochmal. Dann kommt die juristische Feinjustierung durch Rechtsgelehrten und nach der Verabschiedung im Bundesrat und durch den Bundestag
trat das Gesetz am 2. Februar 2007, 18 Monate nach der Wahl, dann in Kraft. Sie können sich vorstellen, wie man sich hier streitet zwischen Bund, Länderebenen, die einzelnen Koalitionäre, die Parteien, die Fachleute mit den Laien. Der eine sieht es politisch, der andere sieht es fachlich. Und damit noch nicht genug, sondern über die gesamten 18 Monate, über diesen gesamten Aushandlungsprozess passiert noch etwas Entscheidendes. Jeder, der damit zu tun hat, unterliegt mehr oder weniger den Stimmungen der Bevölkerung, der Öffentlichkeit, das, was die Medien machen, was die Lobbyisten, was große einflussreiche Interessengruppen wollen oder was sie nicht wollen. Das prasselt ständig mit mehr oder weniger großer Gewalt und großem Druck auf alle diese beteiligten Personen ein. Und somit wird aus einer beabsichtigten großen Reform wieder ein Reformchen. Und es lautet am Ende, nach der Reform ist vor der Reform. So viel zum Gesundheitswesen. Ich hoffe, Sie haben diesen Kontext ein bisschen verinnerlicht. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Wie bewegen wir uns als städtisches Klinikum Görlitz, die wir ja für Sie da sein wollen? Wir wollen natürlich ökonomisch auf sicheren Beinen stehen, sonst können wir Ihnen medizinisch nicht helfen, nicht mit all unserem qualifizierten Personal. Also wie verdienen wir unser Geld? Es lohnt sich, einen Blick auf die Krankenhauslandschaft in Sachsen zu werfen. Die grünen Krankenhäuser sind die öffentlichen, kommunalen, die roten sind die privaten und die gelben sind die freie Gemeinnützigen und die blauen sind die beiden Universitätskliniker in Dresden und in Leipzig. Also das ist so die Krankenhauslandschaft in Sachsen. Eigentlich ganz gut, nicht? Also jeder hat ein Krankenhaus, was er gut erreichen kann. Und die großen Häuser haben mehr oder weniger alle Fachrichtungen. Wir gehören zu den großen Häusern, sind stolz darauf, dass wir ihnen hier in Görlitz mehr oder weniger alles bieten können, was man braucht, wenn man nur irgendeine Krankheit hat, die man bekommen kann. Das soll nur mal kurz die Struktur unseres Klinikums zeigen. Lassen Sie mich nur darauf mich konzentrieren. 2014 hatten wir fast 22.000 stationäre Fälle, das ist enorm. Und dazu 43.000 ambulante Patienten, die meisten in der Notaufnahme, die 24 Stunden rund um die Uhr für Sie da ist mit all Ihren Fachrichtungen. Dazu kommen die Ermächtigungssprechstunden, Spezialsprechstunden. Also eine enorme Kapazität, die wir für Sie bereithalten. Und dieses Aufgebot muss alles finanziert werden. Wie war es denn vor 2004? Wir haben Krankenhäuser ihr Geld bekommen. Lassen Sie mich das zum Vergleich etwas simplifiziert kurz sagen. Damals, wenn ein Patient im Bett lag, egal was er hatte, bekam jedes Krankenhaus eine feste Summe. Ich sage mal fiktiv 400 Euro, die Unis 500, vielleicht liege ich ein bisschen falsch, aber ungefähr. Das heißt, wenn ein Patient dort 10 Tage lag, hatte man 5.000, 6.000 Euro. Wenn er 20 Tage lag, das Doppelte. Das führte natürlich schon auch ein bisschen zum Verschwenden von Geld. Es war auch damals so, dass die Krankenkassen mit den Häusern natürlich ein Budget verhandelt haben, also man durfte das nicht überspannen. Aber wenn man hinter dem Budget lag, dann hat man gesagt, ach, wir lassen die Patienten einfach ein bisschen länger liegen. Wir haben weniger Patienten, wir lassen sie länger liegen, dann kommen wir auf unsere, was weiß ich, ich sag mal 20, 30 Millionen, die wir im Jahr von den Kassen bekommen. Dieses System setzte eben seinerseits die falschen Anreize, die Patienten lange liegen zu lassen, unnötig lange liegen zu lassen und dafür Geld zu bekommen. Die Politik hat dann gesehen, im internationalen Vergleich, Deutschland hat viel zu viel Krankenhausbetten. So krank ist die deutsche Bevölkerung nicht, wir haben viel zu viel Krankenhausbetten. Also, wir denken uns was aus. Und natürlich nicht, wir machen mal dieses und jedes Krankenhaus zu, so einfach geht das nicht. Wir denken uns ein System aus und dieses System will ich Ihnen darstellen. So, das nochmal, das lesen Sie bitte nicht, das sind einfach Gesetze, denen wir unterliegen, nach denen wir uns richten müssen, da will ich nicht drauf eingehen. Wichtig ist mir das Fallpauschalensystem. Damit verdienen wir heute unser Geld. Das heißt nicht mehr,
mit einem Kranken, der im Bett liegt und für den wir auf alle Fälle für diesen Tag eine Summe X Geld bekommen, sondern wir bekommen seit 2004 unser Geld für einen Fall. Das kommt aus dem Australischen, deswegen ist das Englisch, diagnosebezogene Fallgruppen, Diagnosis Related Groups. Das ist ein Klassifikationssystem. 2004 begann es mit 600 Fallpauschalen. Das heißt, egal was sie hatten, sie landeten in einer dieser 600 Fallpauschalen. Inzwischen ist dieses System etwas verfeinert worden, sodass es 1200 Fallpauschalen gibt. Also egal, ob Sie jetzt mit einem Blinddarm ins Krankenhaus kommen, mit einem gebrochenen Oberschenkel, mit einer Lungenentzündung, die Elektronik sorgt dafür, dass jeder Patient in einer von 1200 Fallpauschalen landet. Und die Fallpauschalen haben einen bestimmten Wert, den kriegen wir bezahlt. So, der erste Schritt, wie kommen Sie jetzt, wenn Sie ins Krankenhaus kommen als Patient? Sie haben also eine Diagnose, die Hauptdiagnose, der Grund, warum Sie zu uns kommen. Diese Hauptdiagnose wird kodiert. Alle Krankheiten, die es gibt, nicht, das sind zigtausende, haben Ziffern und Buchstaben, müssen die Ärzte kodieren. Und diese Hauptdiagnose führt dazu, dass Sie erstmal in 23 Hauptdiagnosegruppen, in dieser 23 Hauptdiagnosegruppen werden Sie zugeordnet. Hier, das sind die 23 Hauptdiagnosegruppen. Also, wenn Sie eine Nervenkrankheit haben, werden Sie wahrscheinlich hier in der ersten Gruppe landen, Krankheiten und Störungen des Nervensystems. Und da ich nun mal Hautarzt bin, wenn Sie also eine Hautkrankheit haben, dann landen Sie hier in der MDC9, Major Diagnostic Categories heißt das, also Hauptdiagnosekategorien oder Gruppen. Dann landen Sie in der Major Diagnostic Category Gruppe Nummer 9, die hat den Buchstaben J, das ist alphabetisch nummeriert, also Krankheiten und Störungen an der Haut, an der Unterhaut und an den Brüsten, das hat man zusammengefasst. Also die Hauptdiagnose Schuppenflechte oder Neurodermitis führt dann zur Zuordnung erstmal in diese Hauptdiagnosegruppe. Dann muss aber noch viel mehr kodiert werden. Die Hauptdiagnose reicht nicht. Ich sagte Ihnen, das System ist sehr kompliziert. Nebendiagnosen. Sie haben nebenbei noch hohen Blutdruck. Sie haben hohe Blutfette. Sie haben einen Diabetes. Ja, vielleicht haben Sie auch noch einen grauen Star, wo was gemacht wird und so weiter. Also die Nebendiagnosen. Gehören alle mit dazu, damit nicht genug. Alle Behandlungen müssen kodiert werden. Und die Kataloge für die Behandlung sind noch viel dicker als die der Diagnosen. Therapien, Operationen, Alter, Geschlecht, Gewicht, Schweregrad der Nebendiagnosen, ist es eine schwere Nierenschwäche, ist es eine ausgeprägte Nierenschwäche, alles das kann man einteilen und kodieren. Die Verweildauer fließt mit ein und Dauer der Beatmung etc. Nicht? Und ich habe Ihnen das mal mitgebracht. Hier ist ein sogenannter ICD-10-Katalog, ein systematisches Krankheitsverzeichnis. Sie sehen International Classification of Diseases, das ist ein internationales Kodiersystem für Krankheiten, 13.300 Krankheiten, müssen die Ärzte kennen und kodieren. Wenn sie nicht kodieren, gibt es kein Geld. Kostet viel Zeit. Geht dem Patienten verloren. Der Arzt hat, wenn er kodiert, keine Zeit mit ihm zu sprechen oder mit den Angehörigen. Das ist für uns nicht schön, aber wir müssen es machen. Und das gibt es als systematischen Katalog und als alphabetischen Katalog. Und das ist das Prozedurenverzeichnis. Ja, hier sind alle Prozeduren. Sie sehen das ganz klein. 30.000 Prozeduren, alles was man machen kann. Blutdruck messen, Blut abnehmen, Hüfte auswechseln, Infusion legen und so weiter und so fort. Alles wird kodiert. So, und wenn Sie das haben, dann schicken Sie das alles in einen Trichter rein. Dieser Trichter ist ein Computer. Da kommt alles rein, die Hauptdiagnose und alle diese Nebendinge. Und dieser Gruppe ist eine elektronische Software, die am Ende dafür sorgt, dass jeder Patient in einer der 1200 Fallpauschalen landet. So,
Und wieder mal ein Beispiel. Fallpauschalen werden, also die 1200 Fallpauschalen haben alle am Anfang Buchstaben, zwei Ziffern und am Ende wieder ein Buchstaben. Ich bleibe mal bei der Dermatologie. J steht für die Gruppe 9, Major Diagnostic Categories, Hauptdiagnosegruppe. So, das sind also Hautkrankheiten. In diesem Fall lautet die DRG, wenn man sie verbal ausspricht, schwere Erkrankungen der Haut, mehr als einen Belegungstag, Alter über 17 Jahre, ohne äußerst schwere Begleiterkrankungen, Komorbiditäten oder Komplikationen, ohne hochkomplexe Diagnose. Das klingt doch sehr technokratisch. Das ist auch nichts mehr, was einem Arzt gefällt. Aber wir müssen damit leben und wir müssen damit arbeiten. Sonst gibt es kein Geld. Dann die zweite, die zwei Ziffern. Wenn hier ein 0 bis 39 steht, dann ist es ein operativer Patient. Das ist relativ simpel. Und wenn da von 60 bis 99 eine Ziffer steht, dann ist es ein Patient, der nicht operiert werden muss, also ein konservativ zu behandelnder Patient. Und der letzte Buchstabe, der sagt etwas über, wir nennen das in der Ökonomie Ressourcenverbrauch. Also brauche ich zur Behandlung zwei Schwestern, drei Schwestern? Ist das ein bettlägeriger Patient? Muss ich den füttern? Was muss ich an Personal oder an Dingen, die ein Krankenhaus vorhält, einsetzen, um diesen Patienten zu behandeln? Und wenn da die Ziffer A steht, dann ist es der höchste denkbar höchstmögliche Verbrauch an Mitteln. Und je weiter das im Alphabet fortschreitet, umso weniger Mittel muss ich einsetzen. So, das ist also dann eine solche DRG. Und da gibt es einen Fallpauschalenkatalog. Das ist der. Dieser Fallpauschalenkatalog enthält alle 1200 Fallpauschalen. Und ich darf Ihnen sagen, alle diese Dinge kommen jedes Jahr neu raus. Es wird jedes Jahr neu gedruckt für 130.000 Ärzte in den Praxen, für 2000 Krankenhäuser. Weil sich das jedes Jahr ändert. Nicht sehr radikal, aber langsam. So, jetzt bleiben wir mal hier bei einer der 1200 Fallpauschalen, die ich Ihnen erklärt habe, also J61A. Lassen Sie mich wieder die Aufmerksamkeit auf etwas lenken, was wichtig ist. Sie sehen hier untere Grenzverweildauer und obere Grenzverweildauer. Das heißt, in diesem Katalog erkennt der Arzt, wenn der Patient mindestens 3 Tage liegt, aber höchstens 28, dann bekomme ich die volle Fallpauschale. Das ist also die feste Summe, die man für diese Fallpauschale bekommt. Wenn der Patient weniger als 3 Tage liegt, gibt es Abschläge. Wenn er länger als 28 Tage liegt, gibt es ein paar moderate Zuschläge. Besser ist aber, man entlässt den Patienten vor der mittleren Verweildauer, wo steht es hier, 13,2 Tage. Warum? Weil alle Patienten, die in diese 1200 Fallpauschalen kommen, sind so durchkalkuliert, dass zum Zeitpunkt der mittleren Verweildauer nach Katalog das Geld, was das Krankenhaus bekommt, vollständig ausgegeben ist. Für Personal, Essen, Trinken, Hotelkosten, also Heizung, etc. etc. Das heißt, wenn ich den Patienten mit der J61A 13 Tage liegen lasse, habe ich nichts verdient. Kriege ich meinetwegen 6.000 Euro und die sind aber verbraucht. So, was macht das kluge Krankenhaus? Es entlässt möglichst die Patienten einen Tag vor der mittleren Verweildauer. So, wer macht sowas? Wer denkt sich sowas aus? Rufen Sie sich in Erinnerung, das Ziel geht von der Politik aus. Die Politik möchte, dass Krankenhäuser wirtschaftlich nicht überleben. Es gibt zu viele in Deutschland. Das Ziel ist, dass Krankenhäuser wirtschaftlich nicht überleben und dass sie abgewickelt werden. Also es gibt ein Institut für Entgeltabrechnung im Krankenhaus. Das ist gegründet worden mit der Einführung der DRGs, INEC. Institut für Entgeltabrechnung im Krankenhaus. Dieses Institut mit inzwischen auch sehr vielen Mitarbeitern
bekommt von 250 Krankenhäusern alle Patientendaten, also nicht mit Name und Adresse, aber Schweregrad, Diagnose, Nebendiagnose, Alter, alles, was ich Ihnen sagte. Und die machen sich dann Gedanken darüber, wie viel Geld muss ein Krankenhaus dafür bekommen, wie viel darf es dafür bekommen, was ist die mittlere Verweildauer, was ist die Mindestverweildauer und was ist die höchste Verweildauer. Und dann machen die den Katalog. Der kommt nur 2 Jahre später. Die brauchen ja ein bisschen, bis sie die Daten der Krankenhäuser alle wieder in Katalogform gebracht haben. Dauert das ein bisschen. So, jetzt wird es aber noch komplizierter. Also die Ärzte kodieren. Hauptdiagnose, was ist die Hauptdiagnose? Das ist die, die, ich sagte es schon, den stationären Krankenhausaufenthalt begründet. Und die Nebendiagnosen, das sind alles Diagnosen, die entweder Untersuchungsmaßnahmen, Behandlungsmaßnahmen erfordern oder wo ein erhöhter Betreuungspflege, Überwachungsaufwand notwendig ist, Beispiel bettlägeriger Patient. So, da diese Dinge nannte ich Ihnen bereits schon und diese, wenn da was vergessen wird, dann geht Geld verloren. Landet der Patient möglicherweise in einer Fallpauschale, für die es weniger Geld gibt. Also es muss alles kodiert werden. Es gibt inzwischen eine neue Berufsgruppe im Krankenhaus, die Kodierer. Die stehen uns Ärzten zur Seite. Die gucken sich alle Akten nach der Entlassung nochmal an und die weisen uns Gott sei Dank darauf hin, wenn wir die Zeit hauptsächlich am Patienten verbringen, mit dem Patienten reden, ihn behandeln, dann weisen die uns danach darauf hin, hier würde ich was anders kodieren, das stimmt nicht ganz und hier verschenken wir Geld. Das ist also eine wichtige Berufsgruppe und jede Klinik hat inzwischen einen Kodierer. So, wie kommt denn jetzt aber der Erlös zustande? Also jede DRG hat, jede Fallpauschale hat einen relativen Fallwert. Also es gibt 1200 relative Fallwerte und das sind Multiplikationsfaktoren. Und diese Multiplikationsfaktoren werden multipliziert mit einem landesweiten Basisfallwert. Der wird politisch festgelegt und der liegt in Sachsen in diesem Jahr bei 3190 Euro. Das ist der Basisfallwert. Diese Summe entspricht einem Patienten, der im Krankenhaus liegt und den relativen Fallwert oder die relative Fallschwere 1,0 hat. Beispiel, wir kommen in den Blinddarm, werden behandelt, tun Hauptdiagnose, Nebendiagnosen, alles rein und dann spuckt der Gruppe aus, Fallwert 0,780 gehört zu dieser Fallpauschale. Dann wird das multipliziert, der Basisfallwert damit, und dann haben Sie Ihren Blinddarmerlös 2488,20 Euro. So, Lebertransplantation, anderes Beispiel, das, was wir hier nicht machen können. Wenn Sie da alles eingeben, dann spuckt der Gruppe einen Fallwert von 34,46 aus. Das multiplizieren Sie wieder mit dieser Basissumme. Haben Sie an einem Fall mit einer Lebertransplantation 109.927 Euro erlöst. Ich will Ihnen an diesem Beispiel nur sagen, woran wir interessiert sind. Wir behandeln Sie natürlich selbstverständlich vernünftig, aber wir sind daran interessiert, schwere Fälle zu behandeln. Schwere Fälle bringen mehr Geld als leichte Fälle. So, wie ermittelt eine Klinik jetzt ihren Erlös? Ja, wir nehmen also die Anzahl der Fälle, alles fiktiv, eine Klinik hat 1000 Fälle im Jahr und die Summe aller Relativgewichte, nicht? Der Blinddarm 0,7 noch was und dann gibt es welche mit 1, noch was. Also im Durchschnitt sagen wir mal 0,8, dann 0,8 mal 1000 mal 3190, dann hat die Klinik 2,5 Millionen gut verdient. So errechnet sich das. Wie können Sie den Gewinn jetzt erhöhen in der Klinik? Personalkosten, Sachkosten, indirekte Kosten, das ist alles schon zu Ende gespart. Jeder Euro ist dreimal umgedreht, da kann man kaum noch reduzieren. Also Verweildauer senken. Verweildauer senken, das ist das Rezept. Wie funktioniert das? Das ist etwas, was Ärzte leider, sage ich, das wollen wir alle nicht, aber es wird uns vorgesetzt. Wir haben das alle im Kopf.
Hier ist die, also ein Patient kommt ins Krankenhaus, dann kriegt er eine mittlere Verweildauer, wenn er in einer DRG drin ist. Nicht? Er landet in einer Fallpauschale und nach Fallpauschalenkatalog hat dieser Fall eine mittlere Verweildauer. Hier Beispiel 5 Belegungstage. Die untere Grenzverweildauer ist ein Belegungstag, so lange muss er mindestens liegen, und die obere Verweildauer 10 Belegungstage. Zwischen dem ersten und dem 10. Belegungstag bekommen Sie dann für Ihren Blinddarm 2.488 Euro. Aber an der mittleren Verweildauer ist dieses Geld bereits verbraucht. Das heißt, wenn Sie den Patienten 6 Tage liegen lassen, entlassen am 6. Tag, haben wir was draufgelegt. Also, was machen wir? Wir versuchen, die Patienten nach Möglichkeit und nach Gewissen, ja, einen Tag vor der mittleren Verweildauer zu entlassen, weil dann haben wir was verdient. Also ich sage mal, 60% der Patienten sollten unter der mittleren Verweildauer entlassen werden. Es gibt immer ein paar, die man länger da behalten muss, aus medizinischen Gründen, selbstverständlich. Aber was überhaupt nicht mehr geht bei diesem System, ich habe keine Patienten im Bett und ich sage, ich lass mal die 3, die ich habe, lass ich mal 3 Monate liegen. Da kriege ich keinen Cent mehr dafür. Das kostet mich nur noch was. Unterschied verstanden zwischen früher und heute? Ja? So, und jetzt versuchen Sie mir noch einmal zu folgen, dann haben Sie alles verstanden. Ich habe Ihnen vom Institut für Entgeltabrechnung im Krankenhaus erzählt. Jetzt machen alle Krankenhäuser dasselbe. Sie entlassen die Patienten einen Tag vor der mittleren Verweildauer, was das INEC nach Katalog vorgegeben hat. 2 Jahre später kriegen Sie neue Kataloge, da sinkt die Verweildauer, die mittlere, um einen Tag, weil das INEC sieht, oh, die brauchen ja alle nicht mehr so lange liegen. Und irgendwo ist diese Sache dann zu Ende und dann gibt es irgendwann Krankenhäuser, die schlechte Strukturreform gemacht haben und so weiter, die raten in die Insolvenz. Die halten das nicht mehr durch. Denken Sie immer daran, es ist politisch gewollt. Man will, dass Krankenhäuser in die Luft ausgeht. So, dieses System wird sich also fortsetzen, noch eine ganze Weile, fürchte ich. Nicht? Und hier sehen Sie mit 100 weniger Betten von 2004 bis 2014 haben wir mehr Patienten behandelt und das geht nur über eine Senkung der Verweildauer. Wenn man weniger Betten hat, muss man schneller behandeln, schneller heilen, damit man schnell wieder einen neuen Patienten im Bett hat. So, jetzt noch ein letztes. Die Krankenkassen bezahlen natürlich nicht einfach alle Fälle, die wir hier schön nach Fallpauschalen kategorisieren und als Rechnung einreichen, sondern es wird ein Deckel noch verhandelt, zusätzlich. Das heißt, dass die Fallpauschalen werden im laufenden Jahr, also das Jahr hat begonnen, dann trifft man so im März vielleicht zum ersten Mal zusammen und dann werden sogenannte Strukturgespräche zwischen Krankenhaus und Krankenkassen geführt. Da unterhält man sich über die Fallpauschalen. Wie viel von diesen Fallpauschalen X, Y, Z wollt ihr denn machen? Das orientiert sich maßgeblich am Vorjahr. Aber nur stellen Sie sich vor, es wird ein kalter Winter mit Glatteis und Sie haben mal 100 Schenkelhalsbrüche mehr. Dann geraten Sie schon aus dem Ruder. Ja, dann werden Sie schon vertragsbrüchig. Es wird verhandelt. Es wird verhandelt und es wird festgeschrieben, welche Patienten wir bis zum Ende 2015 behandeln. Wir müssen das vorhersagen. Wir Chefärzte werden gefordert von der Verwaltung, weil das ist die Grundlage für die wirtschaftliche Existenz des Krankenhauses. So, das machen wir natürlich und dann kommt zum Schluss noch das Risiko der Fehlbelegung. Das heißt, die Krankenkassen haben noch ein Instrument, um uns das Leben schwer zu machen. Sie schauen sich die Fälle im Nachhinein an und bei einer bestimmten Anzahl sagen sie, das war nicht gerechtfertigt, den Patienten stationär zu behandeln, Geld zurück. Oder sie sagen, das war nicht gerechtfertigt, den Patienten 4 Tage zu behandeln,
2 Tage hätten gereicht. Und dann sind sie unter der unteren Grenze Verweildauer und die Krankenkassen sagen, wir zahlen nicht die volle Fallpauschale, wir zahlen nur 3/4. Das kann im Nachhinein, das Wirtschaftsjahr ist schon längst abgeschlossen, der Wirtschaftsprüfer hat schon sein Häkchen dran gemacht, dann kann im Nachhinein nochmal ein nennenswerter Betrag abgezogen werden von einem Wirtschaftsjahr, was längst der Vergangenheit angehört. So sieht die Krankenhauslandschaft in Deutschland aus. So, damit ich Sie aber nicht mit traurigen Gesichtern und zerstört entlassen muss, will ich Ihnen jetzt doch noch einen Schuss Zuversicht mitgeben. Also, bei allem, was ich gesagt habe, ist es so, das deutsche Gesundheitswesen ist sehr kompliziert und es wird immer teurer, aber es verfügt über ausreichende Geldmittel. Ob diese Geldmittel immer ideal eingesetzt werden, das ist ein Bestandteil einer neuen Wissenschaft der gesundheitsökonomischen Evaluationsforschung. Das heißt, man überlegt sich, ist der Euro besser angelegt bei der Brustkrebsvorsorge oder ist er besser angelegt bei der Brustkrebsbehandlung? Spare ich 2 Milliarden bei der Brustkrebsvorsorge und lasse ich lieber zu, dass Medikamente für die Behandlung zugelassen werden, die im Jahr mal locker 200.000 Euro kosten? Das ist ein Thema, damit beschäftigen sich viele Leute im Land, wir natürlich nicht, wir behandeln sie. Aber wir beobachten natürlich diese Entwicklung. Also es gibt Effizienzreserven, sicherlich kann man die 300 Milliarden, die 180 Milliarden der gesetzlichen Krankenversicherung besser einsetzen. Aber jeder hat in Deutschland Behandlungszugang und das Sozialgesetzbuch 5 sagt klar, ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich. Was verbirgt sich dahinter? Das wissen viele Patienten auch nicht. Die Krankenversicherungen zahlen keine Luxusbehandlung. Sie zahlen das, was ausreichend ist. Das, was Sie in der Zeitung lesen von den Lobbyisten, wir haben hier was Tolles, haben Heilungsraten von und so weiter, da haben die Krankenkassen berechtigterweise ihre ganz eigene Sicht und sagen, das ist Werbung, das ist Lobbyismus, wir lassen das prüfen. Haben die wieder ein eigenes Institut, will ich Ihnen jetzt nichts erzählen. Dieses Institut guckt sich das ganz genau an, die wissenschaftlichen Daten, und sagt, das ist Mercedes und Mercedes bezahlen wir nicht. Also, jeder kriegt in Deutschland ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftliche Hilfe. Das ist auch gut so. Und im internationalen Vergleich müssen wir Länder suchen, die ein solch prall gefülltes Gesundheitswesen haben und die niemanden im Stich lassen. Nicht? Die USA geben mehr aus. Aber das ist Business. Da gibt es viele Leute, die kriegen gar nichts. In England haben wir ein staatliches System, ähnlich wie in der DDR. Die rationieren und sagen, Hüfte über 60, musst du mit 40 anfangen zu sparen. Also es ist ein gutes Gesundheitssystem und wir sind in diesem System auch gut für Sie da. Das Gesundheitssystem in Deutschland entwickelt sich nicht konzeptionell, sondern im Kräftespiel von Interessengruppen, Sie erinnern sich. Und viele Krankenhäuser stehen vor finanziellen Problemen, 200 etwa, in den alten Bundesländern, nicht in Ostdeutschland. So, und das städtische Klinikum Görlitz ist solide geführt, modern ausgestattet, seit 1990 immer wieder modernisiert, immer wieder auf den neuesten Stand gebracht, motiviertes, qualifiziertes Personal und allein die Größe, und die Struktur mit all diesen Kliniken, mit all den Fachrichtungen, gewähren eine sehr gute Chance, künftig an dem Markt und bei allen Veränderungen zu bestehen. Und eins ist noch wichtig im Vergleich zu den konzerngeführten Krankenhäusern. In diesem Unternehmen wird kein einziger Euro an Dritte vergeben. Kein einziger Euro kriegt ein Aktionär. Nicht mal die Stadt bekommt was. Jeder Euro, der hier verdient wird, fließt ins Unternehmen zurück. In Technik, in Personalqualifikation. Und das muss ich sagen, ein persönliches Statement, erlauben Sie mir das zum Schluss, das macht das Klinikum sehr sympathisch für einen Arzt. Hier ist der Gedanke, trotz aller Ökonomie, dass das Krankenhaus doch noch ein bisschen einen Rest von Barmherzigkeit hat, noch am ehesten zu finden im Vergleich aller Häuser. Und damit darf ich Ihnen danken für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt Sie jetzt nicht zu sehr verwirrt und Sie haben ein bisschen neuen Blick aufs Gesundheitswesen. Sie dürfen auch gerne noch etwas fragen. Vielen herzlichen Dank.
Das müssen wir erstmal verdauen. Ne? Das glaube ich. Gut, dann übergebe ich an Herrn Lieberwirth. Ja, danke schön. Ich wollte oder möchte eigentlich auf zwei Sachen eingehen. Nachdem wir jetzt über alles gesprochen haben, was Betriebsfinanzierung ist, was die Finanzierung von Personalkosten, von Sachkosten und so weiter betrifft, möchte ich zunächst mal was sagen zu Investitionsfinanzierung. Weil ein Krankenhaus besteht ja auch daraus, dass wir moderne Gebäude haben. Gebäude, die vielleicht auch nicht einstürzen, wie wir das im letzten Jahr mit dem einen hier hatten. Dass wir moderne Technik haben, dass wir wirklich auf dem Stand der Technik Behandlung anbieten können. Das ist in der jetzigen Art der Finanzierung so vorgesehen, dass es eine staatliche Finanzierung ist. Und das würde ich Ihnen im ersten Vortrag darstellen. Und dann würde ich Ihnen vielleicht, wenn Sie dann noch nicht ganz erschlagen sind, auch noch ein paar Sätze zu den Gesetzesvorhaben der Bundesregierung, die uns in diesem Jahr noch ereilen werden, ein paar Ausführungen machen, damit Sie einfach mal diese ganze Diskussion, die Herr Dr. Wölfer an dem Vorgang 2007 Ihnen dargestellt hat, mal an den Sachen aus den Jahren 2015 und 2016 darstellen. Also zunächst mal was zur Grundlage der Krankenhausfinanzierung. Wie schon gesagt, wir kommen aus dem Sozialgesetzbuch, aus dem Jahr 1988 grundlegend verabschiedet und dann immer wieder neu reformiert. Und die zweite Geschichte, ab 91 Krankenhausfinanzierungsgesetz im Bund, daraus dann abgeleitet die Finanzierungsgesetze der Länder, Fallpauschalenkatalog und so weiter. Wo kommt das her? Letztlich aus dem Jahr 1972, alte Bundesrepublik. Bis 1972 war es so in den alten Bundesländern, dass es eine einheitliche Krankenhausfinanzierung gab. Die wurde ausschließlich über die Krankenkassen realisiert. Das heißt, die Krankenkassen haben sowohl den Fall, die Behandlung bezahlt, als auch die Investitionen, die Krankenhäuser notwendig hatten. Und 72 hat dann, oder Ende der 60er Jahre bis 72 hat es gedauert, hat dann der Bundestag Untersuchungen anstellen lassen, Enquete-Kommission eingesetzt, wie sich diese Finanzierungsform nun bewährt hat. Und hat letztlich festgestellt, dass dadurch, dass die Kassen massiv sparen, und insbesondere bei Investitionen gespart haben, dass es einen erheblichen Investitionsrückstau auch in den alten Bundesländern gab, dass die Krankenhäuser eben nicht mehr Stand der Technik hatten und dass letztlich dann man sich wieder zurückerinnert hat, was ist denn nur eigentlich Gesundheit? Gesundheit ist, oder Gesundheitsvorsorge ist auch als eine staatliche Aufgabe, ist im Grundgesetz geregelt und dann hat man gesagt, ja, wenn das so ist, dann führen wir ab 72 ein eine duale Finanzierung, also sprich die Betriebskosten, die laufenden Aufwendungen sind durch die Krankenkassen zu finanzieren, also letztlich durch die Beitragszahler, das ist ja nichts anderes, also durch sie, die die Beiträge zahlen, während die Investitionskosten der Krankenhäuser durch Bund und Land zu finanzieren sind. Sprich also durch den Steuerzahler sind sie auch, bloß in einer anderen Form. Und damit war eigentlich, hatte man das auf zwei Säulen gestellt und gesagt, ja, der Bund, Land haben die Kosten auch entsprechend bereitzustellen. Dafür gab es dann wie immer in Deutschland ein Gesetz. Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung des Krankenhauspflegesatzes mit Paragraph 1. Zweck ist die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser, bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung, leistungsfähige, eigenverantwortlich wirtschaftlichen Krankenhäusern. War das Ziel, ist das Ziel. Das ist auch das Gesetz gilt heute noch in der Ausprägung in Sachsen, dann als Landesgesetz. Und der Paragraph 4 sagt dann schlicht und ergreifend, die Krankenhäuser werden dadurch wirtschaftlich gesichert, dass ihre Investitionskosten im Wege der öffentlichen Förderung übernommen werden und dass sie entsprechend leistungsgerechte Pflegesätze bekommen. Wenn man das so sieht, sagt man, ja, kann man nicht zurücklegen, wenn der Bund die Finanzierung bezahlt, dann brauchen wir halt nur die Rechnung zu stellen bzw. die Rechnung aufzumachen. Ganz so einfach ist es dann leider nicht. Wenn man sich die Entwicklung der Finanzierung der Investitionen anschaut, ist es seit 1991, gut, da gab es nach der Wende in den neuen Bundesländern doch verstärkte Finanzierungen. Dort hat man sehr viele Krankenhäuser auch neu gebaut, wie unseren A-Flügel dann auch in 2000 dann
eine sehr hohe Finanzierung und die ist jetzt kontinuierlich nach unten gegangen. Also wir haben ein Absenken in den letzten Jahren von knapp 30% für Investitionsfinanzierung und haben damit das Problem, das hören Sie auch in den alten Bundesländern, das hören Sie auch bei uns, dass man schlicht und ergreifend wieder an der Stelle ist, dass Investitionen aufgebraucht werden, dass man bestimmte Sachen auf Verschleiß fährt und man dann letztlich den Zustand nicht fortschreiben kann. Für Sachsen heißt das, wie gesagt, ich hatte schon gesagt, Grundlage Gesetz zur Neuordnung des Krankenhauswesens 93 verabschiedet. Und in den ganzen Paragraphen 8 bis 20 regelt man dann, wie in Sachsen Finanzierung funktioniert. Das heißt, es gibt Einzelförderprogramme, es gibt pauschale Förderprogramme und dann gibt es alle möglichen Nachweispflichten und auch Pflichten, wie man Kranken oder Möglichkeiten, wie man Krankenhäuser schließt oder wie man den Krankenhäusern Fördermittel wieder wegnehmen kann. Da das, wie gesagt, auch abzuzeichnen ist oder sich abzeichnet, dass die Investitionsfinanzierung nicht ausreicht für die 2000 Krankenhäuser, die man hat, hat man das INEC wieder beauftragt, also das Institut, was Sie schon gehört haben, doch mal auszurechnen, was man für Investitionen braucht, um das dann zukünftig wieder durch die Krankenkassen finanzieren zu lassen. Also man will jetzt den Weg wieder zurückgehen. Zumindest ist das eine Option, zurückgehen, dass wieder Krankenkassen die Finanzierer auch nicht bloß der Betriebskosten, sondern auch der Investitionen sind. Das INEC hat entsprechend Gesetzesauftrag gehandelt, hat im Rahmen des Krankenhausfinanzierungsreformgesetzes 2019 Bewertungsrelationen, also Fallpauschalen für Investitionen entwickelt. Die werden auch jedes Jahr neu gemacht. Ist nicht ganz so dick, das Buch, nur 60 Seiten lang. Aber da ist auch für jeden Fall definiert, wie viel Investitionskosten letztlich darüber zu finanzieren wären. Rein theoretischer Wert, weil die Kassen bezahlen es gegenwärtig nicht. Für uns, für das Klinikum Görlitz bedeutet das, eigentlich müssten wir finanzielle Mittel vom Freistaat bekommen, 313 Euro pro Fall. Ich habe jetzt mal, Herr Dr. Wölfer hatte die knapp 22.000 Fälle genommen, das ist unsere Somatik. Wenn ich jetzt die Psychiatrie, die wir mit haben, Psychosomatik dazu nehme, sind es 24.000 Fälle. Das heißt, wir müssten pro Jahr, um die Vorgaben des Gesetzes zu erfüllen, beziehungsweise die errechneten Werte darzustellen, 7,6 Millionen investieren, jedes Jahr, um dieses Haus auf einem ökonomisch sinnvollen Weg zu entwickeln, um immer State of the Art zu sein, wenn es um Patientenunterbringung, Patientenbehandlung geht. Was machen wir? Das ist jetzt mal so, kann jeder, also im Prinzip kann es fast jeder nachlesen, wenn er unsere Jahresabschlüsse sich im Bundesanzeiger anschaut. Wir investieren über 10 Jahre hinweg, habe ich mal so genommen, das was war, was die nächsten Jahre sein wird, knapp 70 Millionen Euro. Also wir sind fast bei dem Wert, 6,7 Millionen pro Jahr, die wir ausgeben, sowohl für Gebäude als auch für Medizintechnik, als auch für alle anderen Sachen, die wir brauchen. Wir bekommen vom Freistaat im Wege der Einzelförderung für einzelne Projekte, wo man ellenlange Anträge stellen muss, wo man die entsprechenden Genehmigungen letztens aus der Regierungsrunde braucht, bekommen wir knapp 30 Millionen Euro oder haben sie bekommen, beziehungsweise bekommen sie. Darüber hinaus gibt es dann sogenannte pauschale Fördermittel. Das sind Fördermittel, die wir bekommen, über die wir relativ frei verfügen können, wo wir selber sagen können, was wir damit kaufen wollen an Medizintechnik und Ausstattung. Das sind 15 Millionen. Und dann bekommen wir ab und zu auch nochmal andere Förderungen. Wir bekommen Geschenke. Wir haben Medizintechnik, die wir auch geschenkt bekommen haben. Die beiden großen Sachen hier, das sind allerdings EU-Fördermittel und SAB-Fördermittel, 1,8 Millionen in diesen 10 Jahren. Und damit müsste eigentlich unser Bedarf finanziert sein, wenn es nach dem Gesetz geht. Und da aber letztlich dieses Gesetz zwar auf dem Papier steht, aber wir es auch nicht einklagen können, müssen wir, um letztlich diese Investitionen, die dringend notwendig sind, noch 20 Millionen aus eigenen Mitteln zur Verfügung stellen. Das heißt, jedes Jahr muss unser Haus 2 Millionen erwirtschaften, um die Investitionen sicherzustellen. Und das sind die Mittel, die über die 10 Jahre jetzt auch in das Haus reingeflossen sind.
Ja, 2012, 2013, das Haus B mit der Ausstattung entsprechend zum Beispiel. Beziehungsweise die Mittel, die wir dann in den nächsten Jahren auch für unsere Neubaumaßnahmen nehmen. Da wir das nicht alles alleine können, brauchen wir auch die Banken. Damit brauchen wir auch das Rating, von dem Sie gesprochen haben. Wir haben also 7,4 Millionen auch von Banken aufgenommen, die wir natürlich auch wieder zurückzahlen müssen. Soweit zur Investitionsfinanzierung. Sie dazu Fragen haben, vielleicht gleich, sonst würde ich dann nochmal in die neuen Gesetze des Jahres 15, 16 einsteigen. Aktuelle Gesetzesvorhaben. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat sich mal den Spaß gemacht und hat mal das zusammengestellt, wobei Spaß ist es nicht, was in diesem Jahr mit Krankenhäusern oder mit dem Gesundheitswesen passiert. Also wir reden über das Krankenhausstrukturgesetz, gerade sehr aktuell, das soll jetzt im September im Bundestag verabschiedet werden. Wir reden über ein Hospiz-Palliativgesetz, was in der Beratung ist. Wir reden über ein E-Health-Gesetz, also die Frage, wie geht es weiter mit der elektronischen Gesundheitskarte. Da sehen Sie, da diskutiert man das ganze Jahr über. Wir reden über ein Pflegeberufegesetz, was in der Beratung jetzt ist und was dann auch irgendwo im September verabschiedet wird. Wir reden über ein GKV, Versorgungsstärkungsgesetz. Das ist verabschiedet und wirkt jetzt. Wir reden über einen Kommunalinvestitionsförderungsfonds, der aufgelegt wurde seitens des Bundes, in den Städte, also notleidende Städte, mit Finanzierung bedacht werden sollen. Über das 15. Luftverkehrsänderungsgesetz, was wir auch mit zu berücksichtigen haben, da wir ja einen Hubschrauberlandeplatz haben. Das Tarifeinheitsgesetz, was uns jetzt, sagen wir mal, in der Frage, wir haben jetzt auch zwei Tarifpartner, Marburger Bund und Verdi, mit berücksichtigt. Das IT-Sicherheitsgesetz, was für Krankenhäuser zutrifft. Ein Gesetz zur Umsetzung der Energierichtlinien. Ein Gesetz zur Korruption im Gesundheitswesen. Ich nehme an, gegen Korruption im Gesundheitswesen. Ein Präventionsgesetz und ein Pflegestärkungsgesetz 2. Alles das, das sind nur die großen Gesetze, sind Sachen, die wir im Krankenhaus zu berücksichtigen haben, das in irgendeiner Form Auswirkungen auf uns hat. Und das Größte, was Auswirkungen haben wird, das ist das Krankenhausstrukturgesetz. Anfang des Jahres oder mit Beginn der neuen Koalition hatte man festgestellt, dass die Krankenhäuser durchaus chronisch unterfinanziert sind, dass sie im Prinzip die Mittel, die zur Verfügung stehen seitens der Kassen, nicht ausreichend sind, dass auch genau aus dem Grunde sehr viele Krankenhäuser zumindest in erheblichen Schwierigkeiten sich befinden. Und hat dann hat die Politik letztlich dem Gesundheitsministerium die Aufgabe gestellt, den Verbänden die Aufgabe gestellt, das im Rahmen des Krankenhausstrukturgesetzes zu klären. Also wieder einen großen Wurf, eine neue Gesundheitsreform. Was ist bei rausgekommen? Ich will es mal so sagen, oder nee, ich zitiere mal einen Kollegen von der SANA, also einem großen Krankenhausverbund. Eigentümer sind im Wesentlichen Krankenkassen, der es wie es folgt finanziert. Die Politik hat festgestellt, es gibt zu viele Krankenhäuser. Die Krankenhäuser machen zu viel Leistung. Sie sind zu teuer. Und außerdem machen sie auch keine Qualität. Das sind die vier Punkte, die in dem Krankenhausstrukturgesetz angegangen werden. Wir haben zu viele Krankenhäuser, heißt, das kommt oft dann auf der nächsten Folie, man legt einen Fonds auf, 1 Milliarde Euro, 500 Millionen der Bund, 500 Millionen sollen die Länder bezahlen, zur Restrukturierung des Gesundheitsmarktes. Heißt nichts anderes, zur Schließung von Kliniken, zur Schließung von Krankenhäusern, zur Schließung von oder Umstrukturierung von Fachabteilungen. Wir machen zu viel Leistung, heißt, es sollen Leistungssteigerungen sanktioniert werden. Und zwar einerseits durch einen Mehrleistungsabschlag. Das heißt, wenn ein Krankenhaus mit den Krankenkassen vorab, muss es verhandeln, Sie hatten es gesagt, zu Beginn des Jahres die Leistung. Das heißt, wir müssen jeden Fall quasi mit den Kassen vorab verhandeln. Wir müssen vor allem erstmal schätzen, wie viel einen von den 21.000 Fällen, die wir haben, 22.000 Fällen, tatsächlich kommen werden. Wenn dort im Ergebnis wir beabsichtigen, mehr Leistung zu erbringen für unsere Patienten, dann müssen wir im Vorfeld einen Abschlag an die Krankenkassen geben für diese Mehrleistung von 35% des Erlöses. Das heißt,
wenn der Fall tatsächlich 1.000 Euro nach INEG-Kalkulation für das Krankenhaus als Erlös bringen würde, müssten wir im Vorfeld, also obwohl der Fall noch nicht gebracht wurde, 350 Euro an die Krankenkassen abführen. Und das nicht für ein Jahr, sondern für 3 Jahre. Das heißt, Sie müssen diese Mehrleistung 3 Jahre lang mit einem Sonderrabatt belegen. Das will man dann in 3 Jahren abschaffen, indem man dann sich überlegt, okay, wir machen dann einen Fixkostendegressionsabschlag. Heißt für die Krankenkassen, dass man von der Annahme ausgeht, wenn man mehr gleiche Fälle macht, also statt 500 Blinddarme 1.000, dass dann der 1.000. oder der 900. Fall billiger wird. Sprich, dass damit dann letztlich auch dort ein Absenken der Vergütung erreicht werden soll. Das muss mir allerdings, also ich kann es mir noch nicht so ganz nachvollziehen, denn auch der 1.000. Patient in unserem Haus mit einem Blinddarm möchte in dem Bett liegen, der möchte so und so viele Tage bei uns behandelt werden, der möchte ein OP-Team haben, der möchte einen OP-Saal haben und alles andere. Also was da wirklich an Fixkostendegression entstehen soll, ist für mich nicht zu verstehen, zumindest nicht so zu berechnen. Es ist schlicht und ergreifend, es ist eine Reduzierung unserer Vergütung, wenn wir mehr Leistung erbringen. Ja, was soll dann? Das Größte, Begrenzung der Kostenentwicklung, Wegfall des Versorgungszuschlages. Es gab vor drei Jahren gab es schon mal den Aufschrei der Krankenhäuser beziehungsweise auch den Nachweis durch die Krankenhausgesellschaften, dass die Häuser unterfinanziert sind. Dann hat sich die Politik entschlossen, hat gesagt, ja, es gibt einen Versorgungszuschlag. Das war so knapp vor der letzten Wahl. 0,8% pro Fall beziehungsweise pro Erlöspunkt mehr. Der soll jetzt wieder wegfallen. Die Gründe für diese Unterfinanzierung der Häuser sind nicht weggefallen, aber der Versorgungszuschlag fällt weg. Heißt für unser Haus, wir werden dann, wenn das Gesetz wird, ab dem nächsten Jahr 500.000 Euro weniger zur Verfügung haben. 500.000 umgerechnet in VK kann man relativ gut ausrechnen, sind ungefähr 10 bis 12 Stellen, die wir dann anders finanzieren müssen, wo uns das Geld einfach fehlt. So, Investitionskostenfinanzierung, wie gesagt, die Länder wissen, dass sie ihre Investitionsverpflichtungen nicht erfüllen. Nichtsdestotrotz gibt es da keine Weiterentwicklung, also dass wir letztlich dort mehr Mittel haben. Qualitätsanforderungen sollen steigen, das ist unstrittig. Da sind wir auch dabei mit unseren Qualitätssicherungsinstrumenten, die wir im Hause haben, mit Vergleichen mit anderen Kliniken, dass sich dort unsere Qualität nicht, unsere Qualität steigert. Hier hatte ich gesagt, Abbau von Versorgungsstrukturen, 1 Milliarde fehlen uns dann, oder nicht fehlen uns, 1 Milliarde stehen zur Verfügung, dass man Häuser schließen kann in diesem Land. Ob das notwendig ist, muss man schauen. Zukünftig sollen sogenannte Sondertatbestände finanziert werden. Das heißt, wir haben ja eine ganze Reihe, gerade für Qualität, eine ganze Reihe Zentren im Hause gegründet. Mama-Zentrum, Endoprothesenzentrum und Traumazentrum. Diese ganzen Zentren bedingen natürlich auch mehr Aufwand bei uns. Man muss das ja koordinieren, man strukturieren und so weiter. Bisher wird das nicht bezahlt. Eventuell in der Zukunft soll es einen Zuschlag geben. Und jetzt kommt das Schöne, wir sollen mehr Geld bekommen für Pflege. 660 Millionen für 3 Jahre. Man hat erstmal gesagt, Intensivmedizin wird ausgenommen. Also für Intensivmedizin, Pflege gibt es nicht mehr Geld, sondern nur für normale Stationen. Und wenn man sich die 660 Millionen jetzt runterrechnet, wieder auf das Klinikum Görlitz bezogen, bedeutet das, dass wir für 3 Jahre 1 bis 2 Stellen mehr finanziert bekommen über dieses Pflegestellenförderprogramm. Auf der anderen Seite, Versorgungszuschlag fällt weg, uns fehlt die Gegenfinanzierung für 10 bis 12 Stellen. Hier bekommen wir jetzt 1 bis 2 Stellen refinanziert. Ja, und dann das letzte, flächendeckende Versorgung, Notfallversorgung. Für Krankenhäuser, die dauerhaft Verluste machen, gibt es zukünftig Sicherstellungszuschläge, soll es geben. Heißt aber, Sie müssen das Haus dauerhaft, das gesamte Haus, dauerhaft im Minus haben, muss also dauerhaft Verluste haben.
Also Sie können nicht sagen, die Klinik X macht Gewinn und der Klinik Y macht Verlust und jetzt kriege ich einen Zuschlag für die Klinik Y. Sie können nur für das Gesamthaus Zuschläge bekommen. Und wenn man ein Haus dauerhaft im Verlust fährt, es funktioniert nicht, auch nicht mit den Zuschlägen. Ja, Notfallversorgung, Notfallbehandlung. Wir haben eine INA, also eine Notaufnahme. Wenn man sie nicht hat, hat man bisher Abschläge hinnehmen müssen bei den Krankenkassenverhandlungen. Das betrifft uns weniger. Nur ist es eben im Augenblick so, dass die Fälle, die bei uns in der Notfallbehandlung behandelt werden, die man vielleicht auch im ambulanten Bereich behandeln könnte, werden bei uns schlechter finanziert als beim ambulanten niedergelassenen Arzt. Und genau das soll geringstfügig abgeschmolzen werden. Das sind mal so zusammengestellt die Auswirkungen dieses Gesetzes. Wir haben es Ihnen nochmal hier so als kleine Broschüre mit dazugelegt. Wenn Sie Ihren Land- und Bundestagsabgeordneten sehen, wäre es schön, wenn Sie ihn darauf hinweisen, so kann es nicht funktionieren. Wenn man stabile Krankenhäuser haben will, auch in der Zukunft, dann darf man sowas nicht beschließen. Dankeschön. Wenn es Fragen sind, gerne. Frage auch hinsichtlich der Finanzierung. Wird nicht so offiziell dargelegt. Ich las jetzt im Wirtschaftsmagazin, dass es vorübergehend eine Art Sonderfinanzierung geben muss, bis bestimmte Strukturen aufgebaut sind für die Vielzahl von Asylanten. Ich las dort heraus, deswegen habe ich das gerne mal klargestellt, dass es momentan, deswegen sage ich ja, wenn ich an Ihrer Stelle wäre, würde ich auch jede Reserve suchen, eine gewisse Besserversorgung ist, als sie in Zukunft könnte stattfinden mit finanziellen Mitteln. Deswegen, es muss ja Abrechnungssysteme geben, wenn die Menschen sich vorstellen, überwiesen werden, sie sind ja nicht integriert in den Kassen, Krankenkassen. Also sagen wir mal so, ich will aber nie das Wort gebrauchen, es könnte Unruhe stiften, dass das so ein bisschen wie ein Privatpatient. Oder sie machen eine Ex-Abrechnung, das muss ja in ihrem Haus sicherlich ganz klar geregelt sein, so und so viele haben Sie behandelt. Wie rechnen Sie das ab mit den Krankenkassen? Mit den Krankenkassen an dieser Stelle nicht, sondern mit dem Freistaat. Also es gibt ganz normal die Asylbewerberleistungsgesetze, die sicherstellen, dass notwendige, ausreichende medizinische Versorgung in allen Versorgungsstufen, also sowohl ambulant als auch stationär bei Bedarf, zu erbringen ist. Da gilt auch das Grundgesetz. Und die Leistungen werden dann mit dem Amt in Chemnitz, also mit der Ausländerbehörde, abgerechnet. Da gibt es keine Zu- und Abschläge, das Abrechnungssystem ist das gleiche, nur der Kostenträger ist der Freistaat. Oder das Landratsamt, wenn es Asylbewerber sind, die hier in der Stadt wohnen. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Gern, wenn Fragen sind, auch danach noch im Individuellen, wenn möglich. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, einen schönen Weg nach Hause. Und Herr Dr. Wölfer. Ja, ich darf mich anschließen und wollte nur sagen, wenn Sie das, was Sie heute erfahren haben hier im Fernsehen sehen wollen, müssen Sie ganz lange aufbleiben. Das war jetzt die beste Sendezeit. Was? Das stimmt. Also vielen Dank. Vielen Dank und schönen Weg nach Hause. Bis zum nächsten Mal.